663 und die 659. Richard Wiener, Robert 664, 664, 30 Stunden für den Tischtennis-Sport. Er macht noch mehr als in 633, 615, 668, 663 und 659. Kümmert sich hier, damit das nächste Spiel beginnen kann. Und das nächste Spiel ist das vordere Paar Groß. Cedric Meisner. Gegen Andy Pereira, der Linkshänder. Der mit viel, viel, viel Glück in Verlängerung des fünften Satzes nach 8-8 zwei Netzroller setzen konnte und damit ein heiß umkämpftes Match für sich entschieden hat. Ganz wichtig für die Hildburgsteiner. Dadurch ermöglicht, dass es immer noch 3-3 steht. Die Bad Homburger letztes Jahr noch erste Bundesliga. Können sie sich nicht absetzen hier. Und es ist denkbar, dass es hier wieder 1-1 ausgeht. Mal sehen, wie Cedric Meisner, U21-Nationalspieler, ehemaliger deutscher Jugendmeister auch, hier mit dem Linkshänder zurechtkommt. Mein Eindruck, der Andi hat heute etwas schwere Beine. Ohnehin nicht der, der ausnahmslos durch gute Beinarbeit und Schnelligkeit überzeugen kann, sondern mehr durch seine Granaten vorhanden. Aber ich sehe gerade, ich muss da fast die Kamera verrücken, denn das sind zwei Linkshänder, da braucht man eine bessere Perspektive. Also, da gehen wir nochmal raus. Teil 2 müsste gehen.